and she keeps on walking. Ja, für mich war das ganze Album eine ziemliche Entdeckungsreise. Und ich hatte einfach mal Lust, irgendwie auch mit anderen Leuten zu schreiben und habe das auch getan und dachte, das macht wirklich nur Sinn, wenn man da dann auch ergebnisoffen rangeht. Also, dass man einfach Leute trifft und guckt, was denn passiert. Ich fand es halt spannend, irgendwie Leute zu treffen, die einerseits irgendwie ein Verständnis auch für Jazz haben und von den meisten, bei den meisten spielt auch Jazz irgendwo in ihrer eigenen Historie eine Rolle, die aber trotzdem jetzt eigentlich musikalisch woanders unterwegs sind. Ab hat für mich mehrere Bedeutungen. Zum einen ist es so, dass der ganze Prozess eigentlich schon von Ideenfindung über das Schreiben, die Zeit im Studio, das hatte so eine extreme vorwärtstreibende Kraft inne. Und das spiegelt das für mich wieder. Zum anderen ist es eine Stimmung der Musik. Also ich finde sehr vieles davon sehr uplifting. Und auch wenn natürlich weiterhin sehr melancholische Stücke auch dabei sind, aber das ist für mich kein Gegensatz.